Ja, eigentlich sollte heute eine Rathaus 10 Folge kommen, aber ich konnte es gar nicht glauben. Die Zuschauer greifen mich hier an. Und zwar in welcher Form, das will ich euch mal sagen. Aber ich heiße euch jetzt mal herzlich willkommen hier im Aufklärungskurs, in dem Clan, in dem ich mich im Moment befinde. Und es war wirklich, es ist ja manchmal Clash of Clans. Man sieht sich immer zweimal. Also einige von den Clashern habe ich ja jetzt schon öfter im RL getroffen. Und was mir aber noch nie passiert ist, ist, dass mich jemand angegriffen hat, der meint, er müsste mich kennen. Ich muss mal gerade gucken, nicht Attack Lock. Doch, da ist er, Attack Lock. Das ist der Aleph Fund vom Clan Was machen Sachen. Und während er mich hier so angreift, schreibt er mir hier, beziehungsweise eigentlich danach, hab mir gerade das Video hier angeschaut, danach bin ich selbst auf Gegnersuche gegangen. Nach zweimal drücken finde ich einen Thorsten im Clan Aufklärungskurs. Den musste ich natürlich direkt mal angreifen. Ja, danke auch. Sorry dafür, du darfst dich aber natürlich rächen. Grüße, Alefund. Ja, gucken wir mal, wie sich der Alefund hier geschlagen hat. Ohne Clanburg geht man eigentlich nicht los auf so heftige Bases, aber ich denke, im Riesenevent ist alles erlaubt. Und auch meine guten Bowler kommen da jetzt aus der Clanburg. Ich gehe mal ein bisschen näher rein. Ihr seht das, er kommt jetzt von der Front da oben, die sowieso nicht so dicke verteidigt ist. Ich glaube, das war schon mal eine gute Wahl, weil ich da oben ein bisschen was im Ausbau habe. Und dann geht das hier mit Riesen und Schweinen gut durch. Queen ist schön im Heck, also hat er gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich habe ihm natürlich jetzt auch ganz nett was angeboten. Entweder war er jetzt nass auf den Loot oder er war nass da drauf, Toto einfach mal hier einen reinzuwürgen. Das überlasse ich jetzt ihm, aber ist eine nette Geste. Also vielen lieben Dank, dass du das auch so erwähnst. Und dementsprechend kann ich dann auch mal einfach deinen Angriff auf mich zeigen. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Also mir ist es noch nicht passiert, dass ich irgendeinen wilden YouTuber getroffen habe, beziehungsweise mal in der Suche hatte oder jemanden, den ich kenne. Okay, da hinten war es das jetzt für die Hox. Also Rathaus hast du. Rathaus ist stehen geblieben. So, das ist kein Zähler für dich, aber er holt sich jetzt noch ein bisschen Lot. Nämlich, ich glaube, da oben ist es noch das Elex-Lager gewesen, wo er dann auch seine Prozente macht. Er hätte es mir bestimmt nicht geschrieben. Mir wäre es ja gar nicht aufgefallen, wenn es jetzt nur ein Stern geworden wäre. Aber die Magier oder der Magier hier holt sich jetzt noch das Lager und damit hat er seine 50% auch gehabt. Ist ohne Warden los, ist ein Rathaus 11er. Ja, wir wollen gleich mal gucken, ob das denn auch funktioniert, dass ich ihn angreifen kann. Ich hätte ihm jetzt danach direkt schreiben sollen, okay, dann machen wir dein Schild weg. Denn, ich weiß nicht, klickt ihr immer noch drauf auf die Revanche? Ich meine, ich klicke da eher wenig drauf. Und von daher gucken wir mal, ob uns das gelingt. Mal gucken, Revanche. Nein, er hat natürlich Schild und Pech für Egon. Also müssen wir mal gucken, dass wir mit unserer Truppe jetzt noch ein bisschen was angreifen. Aber ich wollte euch natürlich auch aus dem letzten CK hier gerne mal ein paar Kämpfe gezeigt haben. Okay, dann fangen wir mal mit einem lockeren RH8-Kampf zum Warmwerden so ein bisschen an. Und während wir uns hier den Drachenangriff vom Amoxi anschauen, 14:15 Uhr, kann ich einfach mal was von meinen Kommentaren editieren, beziehungsweise einfach mal so ein paar Fragen beantworten. Es gibt nämlich jemanden bei mir, der schreibt immer Romane. Es ist der Jack. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, ist ein treuer Zuschauer seit meinem Osterstream, hat er geschrieben. Und er hat auch mal ein paar nette Fragen gestellt, wo es darum geht, wie suche ich mir eigentlich die Clans aus und gehe ich da nach irgendwelchen Kriterien etc. Nein, das mache ich nicht. Ich bewege mich wie jeder andere einfach ins Global und schreibe Suche Clan. Ja, so mache ich das. Vielleicht auch mit ein bisschen anderen Text, weil ich natürlich auch, ich bin natürlich gerne in aktiven Clans, weil ich auch ein sehr, sehr aktiver Clash of Clans Spieler bin. Und ja, da wäre es leidig, wenn ich jetzt in einem Clan wäre, wo ich so den ganzen Tag immer nur sehe, eins schräger, bla bla bla. Nämlich nur ich alleine und nach uns die Sinnflut und so ab und zu, ich meine auch in erwachsenen Clans, wo gearbeitet wird, ich arbeite ja auch nebenbei. Nee, nicht nebenbei. Ich arbeite und spiele Clash of Clans ab und zu mal. In Pausen oder wie es auch halt eben mal passt, guckst du gerade mal rein, spendest eine Truppe. Guten Tag, guten Abend, auf Wiedersehen. Und
So kann man es eigentlich machen. Und also ich suche mir die da nicht aus oder so. Ich gucke da natürlich schon mal rüber, wie viele Spenden sind so in dem Clan etc. So ein bisschen kann ich da ja so ein bisschen so die Aktivität rauslesen. Also nichts Wildes, sage ich mal. Und ja, aber der Rest des Postes, er ist jetzt ein Tag alt, könnt ihr euch auch ruhig mal durchlesen. Ich denke mal, dort findet sich jeder Clash of Clans Spieler so ein bisschen wieder. So, das ist so ein bisschen Clash of Clans Alltag, Story. Clash of Clans Leben, so will ich es mal benennen, aber ich muss sagen, ein, zwei Sätze haben mir besonders gut gefallen, den kann ich natürlich im Moment nicht zustimmen, das sind dann natürlich die Sätze, zu Hause ist es natürlich am schönsten, also im Stammclan ist am schönsten zu Hause, ja, im Moment habe halt mit Thorsten im Moment kein Zuhause, ist halt so, da ich mich ja auch von Betes vor zwei, drei Wochen gelöst habe, aus welchem Grund auch immer, die Gründe habe ich euch auch nie, die wollte ich hier auch nie breitreten. Also von daher ist das alles gut und ich bin jetzt erstmal mit allen Chars weg in den verschiedenen Clans und jetzt muss ich mir mal eben meine Liste gucken. Ich hatte mir eine Liste gemacht mit den Angriffen, die wir jetzt noch sehen. Da haben wir den Nevio, mit dem hatte ich Kontakt in der Nacht, wo ich hier in den Clan reinkam. Ja, genau, nicht abends, nicht frühabend, nein, in der Nacht, also es war schon sehr, sehr spät und der hat mich also in den Clan hier eingeladen und kommt hier über die Zauberschüssel rein. War eine Frage, ich habe einfach mal geantwortet, gehe über die Zauberschüssel rein mit dem R10, ist also ein Dip hier auf den 9er. Aber man kann sich auch schwer tun auf 9ern, gar keine Frage. Und mit den noch nicht so hohen Helden und den restlichen Truppen eigentlich auch noch auf Rathaus 9 Niveau. Ich weiß nicht, wie viel Lager er hat. Ich glaube, er hatte jetzt die 240 Truppen immerhin. Hat aber schon den einen Zauber mehr. Und mit Bolern und Hexen müsste das hier eigentlich, ja, das muss eigentlich ganz gut durchgehen. So ein Neuner, der muss eigentlich für ein Rathaus 10, auch wenn die Helden nicht so hoch sind, das muss einfach sitzen. Und sah auch ganz gut aus, beziehungsweise sieht eigentlich auch ganz gut aus. Die buddeln und bohren sich hier ganz gut durch. Ein bisschen unglücklich der Drache hier unten. Aber er hat hier noch einen, beziehungsweise da war ja ein Babydrache und ein Drache und die Hexen hier hinten komplett in Heilung, da die Drachen immer nur den Skeletten folgen, hat er ein bisschen Glück gehabt, dass es ihn da nicht um die Hexen gebracht hat, denn die haben alle komplett überlebt da hinten, das seht ihr, vier Stück sind da noch am Laufen und die werden auch immer wieder hochgeheilt, da macht auch so eine kleine Bombe nichts, teilweise machen ja sogar die großen Bomben nichts, also die Riesenbomben und hat er hier, denke ich mal, schön gemacht, den Angriff, also meine Rache muss ja jetzt noch ein bisschen warten. Mal gucken, wie wir das am einfachsten einstellen oder anstellen und ja, um nochmal auf den Jack zurückzukommen, also hat mich wirklich gefreut, der Post. Ich muss dann auch noch ein bisschen Zeit haben, mir diese extrem langen Posts ordentlich durchzulesen, damit ich sie auch ordentlich dokumentieren kann. Und damit sind wir schon auf der 6, das heißt 4 auf 6 hier, 10 gegen 10, ja, 10 gegen 10, ist immer, finde ich, eine spannende Sache, da muss die Taktik wirklich schon sehr, sehr gut passen, der 10er hier ist noch nicht ganz fertig, aber mit 3er Infernus hier, direkt parallel hier in der Mitte, um die Queen tänzeln, ist das schon eine 10er Base, also das wollen wir mal jetzt nicht ganz in Schatten stellen, hier gibt es also 3 X-Bogen, hier gibt es schon etwas stärkere Bogenschützentürme, die sind nur auf 9, sehe ich gerade. Aber da, die Teslas sind auf 10 schon. Ja, es gibt ja gewisse Sachen, die will man immer ziemlich schnell fertig haben. Tesla und Infernoturm, sofern man denn ein richtiger 10er ist, gehören sicherlich zu den Verteidigungsanlagen, die man sehr, sehr früh macht. Und so ist das hier aber gut durchgegangen. Also rechts und links hier übrigens mit Bowlern und Hexen und Heilern. Die Heiler hier rechts und links komplett verteilt hier an den Flanken. Ich gehe ein bisschen raus, dann sieht man das etwas besser. Also so läuft es natürlich super. Ein paar Truppen mit rein, mit King und Queen. Optimal. Ist eigentlich auch optimal so, denn so können hier in Ruhe die Seitenflanken abgegrast werden mit den Heilern. Da droht auch überhaupt keine Gefahr von irgendeiner Defense. Queen macht jetzt noch den X-Bogen und dann ist es das hier eigentlich schon gewesen. Das kann man zu so einem Zeitpunkt ja schon sagen. Da kann man eigentlich schon sagen, 3. Das wären 3. Denn Queen ist noch zündbar und eine 40er Queen noch zu zünden, das ist nochmal ein richtig krasser Bonus am Ende. Ist klar, der Klassiker, ja, Queen gezündet, Riesenbombe und schön gemacht hier von unserer Nummer 4, ja leider nicht lesbar, ist ein iOS-User, der auch seinen Namen leider nicht mehr umbenennen kann, aber ich glaube, wenn man Supercell eine Nachricht schickt, so nach dem Motto, ja, ich bin so ein armer Apple-User und keiner kann meinen Namen lesen, alle hänseln mich, dann kann man da glaube ich was machen. Zumindest habe ich schon von einigen mitbekommen, die
wo Supercell die Umbenennung dann nochmal zugelassen hat. Und wir sind auf 1 auf 1 vom Markus Gassasan, heißt das sicherlich, auf die Nummer 1 des Gegners, der Gegnerclan Persian Gulf 20. Oh, ich hoffe, es gibt nicht Persian Gulf 1. Denn die Jungs und Mädels hier aus Persien waren nicht schlecht und haben hier richtig krasse Angriffe auch gezeigt, richtig schöne Strategien. Aber hier geht das durch mit zwei Sprung. Keinen Riesen, da doch, er hat Riesen in der Clanburg gehabt, entschuldigt bitte, mit den Riesen in der Clanburg. Also Queen und die anderen Truppen driften ihm so ein bisschen ab hier. Jetzt muss in der Mitte muss jetzt der Dicke regeln. Ist einfach so, der Dicke, Giftzauber, der Warden schön gezündet an der Stelle. Denn solange wir vor allen Dingen der blöde Ballon da noch lebt, der ist besonders nervig. Die Hexen müssen mal wieder hier in der Mitte den Drachen machen. Machen sie jetzt auch, jetzt ist er endlich ist er jetzt weg. Ja, ist sofort weg. Und dann schön entkernt hier die Mitte. Jetzt kommt er noch ein bisschen weiter, aber auch hier rechts und links. Rechts ist die Queen und links haben wir noch ein paar Bowler hier oben mit den Hexen. Und ist schon eine coole und eine starke Base gewesen hier, die 1, finde ich. Aber der Markus ist sicherlich erfahren genug, ist in der Legende. Und wenn du da, glaube ich, ein bisschen länger warst, dann machst du zumindest stabile 2 Sterne auf gewisse Bases, denke ich mal. Ist sicherlich nicht immer so, kann auch immer mal richtig scheiße laufen. Mit richtig scheiße laufen meine ich natürlich so Disconnect oder jemand ruft dich an während des Angriffs und du hast nicht weggestellt und das Bild ist plötzlich weg und. Aber hier sind es nochmal richtig krasse Prozente dann am Ende gewesen. Ja, ein bisschen Feinschliff, dann kann so ein Angriff auch 3 Sterne werden. Müssen wir mal sehen, wir arbeiten dran. Ich ja nach wie vor auch an den ersten 3 Sternen. Ich meine, ich habe jetzt bei den Nachterben in meinem CK, den ich noch mitgemacht habe, in den letzten jeweils 2-mal 11er angegriffen mit 83%. Also bin da auch recht nah dran. Und von daher ist das, denke ich mal, ein gutes Ding hier gewesen. Der Warden hält zumindest, hat das letzte Drittel auch erreicht. Und jetzt aber hat's ihn da hingerissen. Und jetzt kann ich auch den Ausgang des CKs hier zeigen. 41-39. Ich hatte eigentlich gesagt, dass der Gegner hier gewinnt, aber der Gegner hat taktisch am Ende hier unsere Bases nicht gut angegriffen. Muss man ganz klar so sagen. Denn die 1 hat ganz, ganz lange gewartet, dass irgendjemand hier, ich glaube, der Wenk hat hier ohne Ende verteidigt. Ich muss mal gerade gucken, man kann das ja in den Defenses sehen. Ja, der hat nämlich 5 Angriffe über sich ergehen lassen müssen. Und ich glaube, hier unten auch nochmal jemand. Ich muss mal gucken. Nee. Ah, das ist nur der Vögel hier, 04 mit 2. Aber den wollte sicherlich die Nummer 1 machen, weil das noch der kleinste Zehner ist hier. Oder in dem Klick war. Und alle haben sich hier an dem Wenk ausgelassen. Tja, da der Wenk gehalten hat, musste dann Nummer 1 hier dran und hat auch mit 49%, ich meine, er hätte ruhig 2 Sterne machen können. Er hätte 3 machen müssen für Sterne gewinnen und 2 Sterne mit richtig hohen Prozenten. Ja, und da haben wir unsere Rache gehabt. Haha, ich kann es euch leider nicht live zeigen, denn tatsächlich war die Base dann vom Elefant, der mich am Anfang angegriffen hat, irgendwann mal frei. Und ich habe dann ganz, ganz schnell meine aktuelle Truppe weggeworfen und hatte danach diese Truppe hier am Start. Also so ein bisschen CK-Truppen, weil ich ein bisschen üben wollte schon. Also ich baue im Moment immer so eine Übungstruppe und dann meistens einmal wieder Kobolde zwischendurch, sodass ich da mal ein bisschen wechsle, um mich so ein bisschen für den CK einzuschießen, für den nächsten. Denn man hat mich hier mitgenommen. Man hört. Aber ich habe ja auch in den letzten beiden CK-Angriffen, die ich gemacht habe, auch weit über 83% geholt mit meinem. Das habe ich ja eben, glaube ich, schon gesagt. Und von daher bin ich auch ganz gut in der Spur. Aber mal gucken, wie ich den Elefant hier gemacht habe. Bis hierhin lief es noch ganz gut. Beide Helden hier jetzt, das ist schon knackig. Aber nochmal die Queen hier in Wut versetzt und dann kommen jetzt erstmal 2 Fails, nämlich jetzt hier links unten, da wo ich die Bowler setze. Erster Fail. Der Adler gleich auf die 5 Bowler. Jawohl, super gemacht, Toto. Das war schon mal richtig, richtig scheiße. Und gleich der nächste von der Adler auf die Hexen. Dankeschön. Danach Mauerbrecher-Fail, habt ihr gerade bestimmt gesehen. Also gleich den ersten Sprung hier gezückt, denn irgendwo muss ich jetzt in die Base kommen. Kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit da rumeier da draußen. Und
Hinten habe ich schon mal den Warden gezündet für die Queen, damit die mir jetzt den Inferno hoffentlich wegmacht. Ja, das macht sie auch. Und in der Mitte, da gehen ganz gut die Riesen durch. Die Packies gehen hier ein bisschen außen rum. Das passt mir eigentlich ganz gut, dass die da außen so ein bisschen mittanken. In der Mitte zerreißt jetzt erstmal den Inferno. Und mein Dicker hier macht schon mal das Rathaus. Jawohl. Vielen lieben Dank. Oh, ihr seht das. Ich habe den Dicken übrigens auf 45. Habe ich auch genau vor dem Angriff, das ist eigentlich auch das Witzige, genau vor dem Angriff vom Elefant hatte ich 182.900 oder so, 182.000 glaube ich, der King gekostet. Und ich habe vorher noch im Discord den Thiele gefragt, Thiele, was meinst du, soll ich noch ein bisschen dunkles Farm oder soll ich den King jetzt gerade drücken, weil ich noch ein Heldenbuch hatte. Und Thiele hatte mir gesagt, komm, drück den auf 45 und dann muss ich weg. Und genau in der Zeit war der Elefant auch bei mir. Deswegen gab es bei mir auch nicht so viel Dunkles zu holen. Sonst hätte er sich sicherlich richtig was mit weggenommen. Aber bei mir ging es hier jetzt ganz gut durch. Die Base, muss ich ganz klar sagen, ist noch nicht so stark wie meine Base. Und ich glaube, meine Truppen sind auch ein ganz kleines bisschen stärker als seine. Aber nichtsdestotrotz, Rache ist Blutwurst. Also meine Rache ist hier in jedem Fall gelungen. Und mit... ja, noch ganz netten Prozenten, also am Ende schafft es natürlich der King jetzt auch nicht gegen 1, 2, 3, 4, 5 Devs und der Bogenschützenturm gleich auch noch zu überstehen mit nur einem Heiler im Heck. Das wird nix. Also das scheitert auch bei mir, auch mit dem 45er King. Aber ich denke mal, naja, ganz gut gemacht. Und schönen Gruß an dich, Elefant. Vielen lieben Dank, dass du das gemeldet hast, dass du mich angegriffen hast. Vielen lieben Dank, dass ich dir die Rache hier jetzt auszahlen konnte. Und was danach natürlich noch passiert ist, da habe ich auch gedacht, wenn wir jetzt hier mal reinschauen, also ich mache heute keinen Live-Angriff, denn ich habe im Moment Kobolde, da habt ihr keinen Bock drauf. Und das war ja mein Attack-Log. Also hier seht ihr, hier beim Alpha Dragon habe ich meine Truppen auch einfach so weggeschmissen. Einfach schnell weg. Das muss ja schnell gehen. Ihr seht das hier auch 2 Stunden 40 Minuten und vor 2 Stunden 36 habe ich den Elefant angegriffen. Aber diese Defense hier, oh. Leute, ich weiß nicht, was manchen hier einfällt. Ich meine, die kommen jetzt rein aus Champion 3, treffen einen auf Meister 1 und dann mit so einer Truppe hier unten. Ich weiß es nicht. Das sind 41 Magier, hallo? Was ist mit dem Kollegen los, ey? Oh nee, das geht ja gar nicht. Ja, erster Fail kommt jetzt, also vorbildlicher Heilzauber. So läuft man aus einem Heilzauber raus, so wie die Magier das hier machen. Es ist so göttlich. Ja, ich meine, der Heilzauber liegt da jetzt und die Magier sind alle rausgelaufen. Aber sie sind an der Base. Kaum zu glauben, hier sind ein paar Magier in die Base reingekommen. Ja, nicht schlecht. Aber ich denke mal, jetzt oben hat es die Pekka sowieso schon zerrissen von der Adler-Dev. Mal gucken, wie er unten jetzt weitergemacht hat. Ich denke mal, jetzt kommt erstmal der King. Und dann hat er, glaube ich, noch den Heiler genommen. Ja, erstmal kommt der King. Gut, da schießt sich die Adler-Artillerie jetzt allerdings drauf ein. Also, schönes Ding hier. Hat er ganz gut gemacht und zumindest hat er einen Heiler. Er hat dran gedacht, ich habe noch einen Heiler. Und der Wutzauber sitzt auch gut. Der Heiler ist voll in Wut. Das ist schon mal nicht schlecht. Da holt er jetzt noch ein paar Prozente hier. Und dann habe ich auch gedacht, so Kollege, und jetzt noch der Klonzauber mit der Queen. Und er macht es. Und er macht es. Da schmeißt er den Klonzauber und die Queen rein. Und hat sich wahrscheinlich gewundert, scheiße, ich habe keine zwei Queens da. Aber die ganz kleinen vielen Bogenschützen, seht ihr das? Die kommen jetzt aus dem Klonzauber hier raus. Vielleicht war das auch Berechnung, ja. Masse macht's manchmal ja in so einer Base oder bei so einem Angriff. Nur nicht auf diese Base hier, Kollege. Und dann sind es nur 22%, weißt du, und dann kriegst du kein Schild. Ich meine, ich bin in Meister 1, da brauche ich kein Schild haben. Ich habe jetzt noch so ein bisschen nachgefarmt. Und aber ich denke mal auf die Kobolde und den Toto, da habt ihr heute keinen Bock drauf. Also wir haben heute ein bisschen CK gemacht. Wir haben einen Angriff gesehen auf mich, wir haben die Rache gesehen. Fand ich eine gute Sache und ich hoffe, ihr fandet es auch gut. Also wenn ihr Fragen habt, vielleicht nicht ganz so lange Kommentare, wie der Jack sie mir hinterlässt, aber es sind schöne Geschichten und ich lese das dann auch gern, nehme mir auch die Zeit dann dafür. Ich hoffe, das merkt man auch und wir sehen uns in jedem Fall irgendwie am Wochenende wieder. Ich verbleibe, euer Toto. Flasht.